So, und weiter geht's. So, ziemlich genau da, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wie gesagt, Lagerräume sind fertig, Waschbären wurden gejagt. Nahrung ist noch ein wenig vorhanden. Hungernde Tiere, Enterich 7 hungert. Enterich 7. Zack. Nicht, dass wir nicht genug Nahrung hätten, aber wenn er hungert, dann kann er gleich zum Nahrungsproblem bzw. zu dessen, wie sagt man, Bekämpfung beitragen. Es sind auch viel zu viele Enten, die zugewandert sind. Ja, das ist schon eine riesige Plantage, die wir hier mittlerweile haben. So. Sandsteinblöcke. Das heißt, wir können hier den Boden aus diesem Schlafzimmer, da können wir Sandstein reinmachen. Hier auch, wenn das dann jemals fertig ist. Sollen wir hier noch zwei Türen hinmachen, damit die leichter Zugang haben? So müssen sie jetzt durch die ganze Basis, wenn sie in den Lagerraum wollen. Ist vielleicht nicht so gut. Und mal hier, da landen die Shuttles immer. Und hier noch zwei Türen. Fäulnis Maispflanzen. Das ist jetzt hier Fäulnis. Das Problem ist, es breitet sich aus, auch auf die anderen Felder, wenn wir das nicht sofort beheben. Was wir jetzt machen können, ist hier einfach Leute hinschicken, dass sie das abernten. Das Problem ist aber, dass wenn die dann gleich die neuen Pflanzen pflanzen können, die sich auch gleich wieder anstecken. Das heißt, wir müssen das Anbauen verbieten hier. Dann müssen wir sagen, hier macht alle Pflanzen, egal wie reif die sind, macht ihr bitte weg. Zack. Und dann müssen wir jeden, der das kann, dahin schicken. Und das sind alle. So, das ist so ähnlich, eine wunderbare Analogie für Corona. Ihr sollt nicht nur ein Gebiet, sondern ihr sollt alle. Oh toll, der Esel hat das Korn gefressen. Ah, siehst du, Bench kann das, kannst mal sehen. Mitten im Regen. Warum Bench das jetzt so religiös betreibt, hat einen ganz einfachen Grund. Er ist momentan nur dazu eingeteilt, Feldarbeit, Waldarbeit und Reinigen zu machen. Und Waldarbeit hat hier das. Waldarbeit ist inkludiert das Ernten von Pflanzen, weil die Übersetzung ein bisschen kacke ist. Und es hat momentan die höchste Priorität. So, und jetzt fertig ist er damit, geht er wieder über zum Putzen. So, und hier habe ich jetzt wieder Anbauen erlaubt, weil es gibt keine Fäulnis mehr hier. Kontrollieren mal die angrenzenden Felder. Aber nee, hier gibt es auch keine Fäulnis. So, Carsten ist
macht weiter beim Ernten. Nicht da, wo er eigentlich sollte, aber macht nichts. Ich fände es toll, wenn die Leute ernten, dass sie dann gleich jedes Mal mit den Sachen, die sie geerntet haben, reinlaufen, weil so bleibt es hier alles im Regen liegen. Wir sagen den Leuten einzeln, die sollen das reintragen, was weder besonders spannend ist, noch sich zu Hause an den Geräten besonders spannend anguckt, glaube ich. So, hatten wir hier nicht Kartoffeln liegen? Meine Güte, ist das dunkel. Ah, ist kein Träger. Okay, Bench kann ich tragen. So langsam müssen wir hierbei wieder jemanden zum Kochen einstellen hier. Junger Truthahn 4 hungert. Charlie Cross hat das biologische Alter von 47 Jahren erreicht. Folgende altersbedingte Krankheiten wurden bei Charlie Cross festgestellt: Alzheimer. Das ist ja furchtbar. Oh, Scheiße. Toll, zwei werden uns entführt. Einer hat Alzheimer. Nicht schön. Ah, siehst du, das Schlafzimmer wurde endlich. Ah, wir haben wieder Ambrosia. Okay, hier diesmal. Ach ja, faules Maispflanzen, Alzheimer. Leichtes Alzheimer. Ja, ist ja gut. Eine Hirnerkrankung, die normalerweise mit dem Älterwerden einhergeht. Die Alzheimer-Krankheit verursacht eine fortschreitende Verschlechterung der Denk- und Erinnerungsfähigkeit. Patienten sind dafür bekannt, dass sie enge Verwandte vergessen und manchmal verwirrt herumlaufen. Okay, das ist eine sehr reduzierte Beschreibung von Alzheimer. Aber im Kontext dieses Spiels wahrscheinlich zutreffend. Mark Harmon seinen Raum jetzt lieber. Kein einsinniges Schlafzimmer, nee, immer noch nicht. In Kälte geschlafen, warum in Kälte geschlafen? Verstehe ich nicht. Machen wir hier, schließen wir das mal ans Lüftungssystem an. Und dann bauen wir hier unten vielleicht noch mal einen Ofen rein. Zack. Oh, siehst du.
Rinder, Rinder, jetzt haben wir auch noch Rinder. Meine Fresse, Rinder. Wo sind die Rinder? Stier und Kuh, okay, sind ja nur zwei. Okay, Überfall. Rapiere von John. Eine Piratengruppe der Fraktion Rapiere von John ist in der Nähe eingetroffen. Oh fuck! Sie greifen sofort an. Plunderschütze. Das ist jetzt natürlich Kacke. Nuno soll mal lieber reingehen. Eieiei, alles Kacke. Wo gehen die hin hier? Schießen auf die Mauer. Okay. Was? Kerstin wurde erschossen. Ah. Gehirn zerstört. Okay, gut. Machen wir, was wir das letzte Mal gemacht haben. Wir laden neu. Gehirn zerstört. RIP Kerstin. Oh, es gibt eine Psi-Kraft Unsichtbarkeit. Coole Sache. So, Fäulnis Maispflanzen, die sind hoffentlich alle trotzdem abgeerntet jetzt, ne? Ja, okay. So, und jetzt kann es sein, dass, also da die Ereignisse immer zufällig sind, kann das sein, dass jetzt ein anderes Ereignis passiert und nicht die Rapiere von John angreifen, sondern irgendwas anderes passiert. Aber ja. Das war ein etwas dämliches Auskommen gerade. Aber was ich ja eh noch machen wollte, ist hier. Hier liegen immer noch skelettierte Leichen rum. Wollte ja hier, dass wenn die von hier angreifen, dass ich mich dann da verstecken kann. So. Genau, und wir wollten Köche haben. Was war Schlachten nochmal? War das Handwerk oder war das Koch?
erstmal Koch. Gut. Weißt du was, Carsten? Wenn du schon da längs läufst, kannst du auch mal die Leichen beerdigen. So. Siehst du, und Carsten weiß nämlich, wo die hin sollen. Nicht auf dem Müllhaufen, sondern hier in eins von den zahlreichen Gräbern. Ist auch noch eine. Läuft Harmon rum, aber der wird ja sowieso. Ja, langsam wird die Basis ein bisschen unübersichtlich. Man weiß gar nicht mehr, was wo passiert hier. Revolver normaler Revolver. Wir auch mal gucken können, ist, können wir bei der Sicherheit nicht noch hier so ein Mini-Geschütz bauen? Oder mehrere, damit wir quasi so eine Selbstschuss-Verteidigungsanlage haben. Hier zum Beispiel hin. Dann wo sind wir das letzte Mal? Oh, es sind doch wieder die Rapiere von John. Die aber diesmal von der anderen Seite angreifen. Jetzt haben wir wieder zwei Möglichkeiten. Wir warten, dass sie kommen und geraten vielleicht wieder in so einen Hinterhalt. Oder wir gehen proaktiv vor und versuchen sie da zu bekämpfen, wo sie passiert. Im Inneren des Körpers. Und das klingt irgendwie nach der besseren Idee, würde ich jetzt mal sagen. Weil dann haben wir quasi das selber in der Hand. Aber wir könnten ja mal abspeichern zur Sicherheit. So. Gut, also ihr seid alles Leute mit Waffen, die gerade kämpfen können. Sehr gut.
Ross ist bewusstlos. Die anderen hin, die kommen langsam. Es wird aber bald Zeit hier. Wow, Markus hat mit zwei Schlägen zwei von den Angreifern ermordet. Damn, drei. Carsten kann mal Cross retten. Und sie fliehen sehr gut. Jemand aus Versehen der Ratte getroffen hier, okay. Gut. So, das ist Flake, das ist quasi Rauschgift. So, es lief doch besser und Kerstin ist diesmal noch gar nicht mal gestorben. Dafür ist Cross. Kann ich gerade nicht nachgucken. Vielleicht auch, Carsten ist ein bisschen langsam unterwegs, ist vielleicht auch keine gute Idee gewesen, den Bewusstlosen tragen zu lassen, der nur eine Lunge hat. Aber nun ist es zu spät. Tod in 2 Stunden, Bench ist, hat sich nur geprellt und Sissy, keine unmittelbare Gefahr. Gut, dann kann. Gucken wir, Markus ist noch voll okay, ist nichts los, nichts los. Ja, rechte Lunge zerstört und Stichnarbe, Messer jetzt im rechten Bein, aber das kann man beheben. Prellung. Uiuiui. Linker Zeigezeh abgeschnitten frisch. Das ist jetzt natürlich, das ist die schlimmste Verletzung, die wir bisher hatten in diesem Spiel, dass der linke Zeigezeh abgeschnitten ist. Und Harmon geht's gut. Okay. Ja, das ist deutlich besser gelaufen als bei der ersten Version, wo wir neu geladen haben. Insofern kann es sich auszahlen, wenn man proaktiv versucht, die Banditen Sonneneruption. Ach du Scheiße. Sonneneruption bedeutet, dass alle elektrischen Geräte außer Kraft gesetzt wurden, weil quasi so eine Art EMP passiert. Und das ist doof, weil das bedeutet, dass unsere ganzen Kühlkammern auftauen. So, aber alle überleben hier den Angriff. Und natürlich, jetzt wird ein Wildschwein verrückt, wo gerade alle Leute mit anderen Sachen beschäftigt sind.
Einzige, was noch beleuchtet, ist der Thronsaal wegen der Feuerschalen. Aber der Fernseher funktioniert nicht. Ah, Gott sei Dank, die Sonneneruption ist vorbei. Bisschen blöd für das. So, du trägst mal den Mais rein. Ben Schausgast ist vollständig gehalten, das ist ja die Hauptsache. Karawane. Exotische Güter. Vielleicht kaufen die Tiere. So. Sprechen 90%, naja. Carsten, wo bist du? Da ist er. Dein Unterhändler Carsten kann aufgrund seiner niedrigen Gesundheit ja, nicht richtig sprechen. Es ist, Carsten ist, siehst du mal, die wollen Esel kaufen. Ist das nicht toll? Und die Riesenfaultiere. Esel und Riesenfaultiere und wir könnten Leguan und Affen dafür kriegen. Aber ich glaube, wir verkaufen die Esel. Weil wir haben noch Pferde und Rinder und jede Menge Quatsch. Eieiei. Und das wollen die alles nicht kaufen. Ist das nicht ätzend? Neurotrainer kochen, Neurotrainer sozial, Psi-Trainer Fokus. Es gibt eine Niere zu kaufen hier. Warum gibt es keine verdammte Lunge zu kaufen? Ästhetischer Formgeber. Ein ausgeklügeltes Paket aus hormonellen und mechanitischen Einflüssen, das Muskel- und Fettgewebe am Körper in die richtige Form bringt, um das gewünschte Aussehen zu erzielen. Dieses Implantat kann so konfiguriert werden, dass es verschiedene Körperformen gemäß dem Geschmack des Benutzers oder des Partners formt. Okay. Ist aber ein bisschen teuer. Also. Niere auf Halde, hier auf Halde kaufen ist irgendwie blöd. Aber Neurotrainer kochen und Neurotrainer sozial klingt gar nicht so dumm, die zu haben. So, und dann gucken wir mal. Also kochen. Wer ist denn der beste Koch hier? Kerstin hat 12. Ich habe 8. Bench hat 11 und Sissi hat auch 11. Also wenn wir Kerstin das geben, dann kann Kerstin mit Abstand am besten kochen. Und sozial, gehen wir mal Carsten, dann kann er besser handeln. Noch besser als sowieso schon. Momentan hat er da 7. Jetzt hat er 9. Sehr gut. Stufe 15. Sehr, sehr, sehr gut. Dann gehen wir mal hier hin zu dem Herd bei Familie Stiefel
Und lassen Kerstin mal leckere Mahlzeiten für immer kochen. Okay, und ich denke, das ist ein guter Zeitpunkt, um nach all der Aufregung jetzt mal wieder Schluss zu machen. Dann bis zum nächsten Mal.